Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. So, letzte Folge sind wir ja wieder viel getaucht und ich muss euch verkünden, wir tauchen heute wieder. Es tut mir leid. Nein, es tut mir eigentlich nicht leid. Ich bin froh, wenn ich es endlich hinter mir habe, das ganze Tauchen. Ja, toll. Höhle der Teufelsaugen. Gut, ich habe mich natürlich nicht informiert, wie immer. Geht ja gut los. Nein, ich würde gerne hier tauchen gehen, dahin die Schatztruhe hier holen und dann hier tauchen. Einfach nur, damit wir nachher nur eine Eins haben und dann aber da zum Fragment, zur Kiste. Oder nee, einfach nur zum Fragment und dann da hoch. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Und darum will ich auch sagen, ohne große Umschweife, legen wir jetzt endlich los. Vorsicht! So. Es tut mir so leid, aber ich bin einfach froh, wenn ich es hinter mir habe. Das wisst ihr ja schon, weil ich es immer wieder betone. Weil es bestimmt auch schon auf Keks geht. Und die Selbstkritik mag ja ein gewisser Herr auch nicht, wenn ich mich immer selbst so extrem kritisiere und runterdrücke, aber naja, ist halt so. Kann ich nichts gegen machen, ist ein innerlichen Drang. Werde ich nicht los. Und der Frosch im Hals ist wieder da. Juhu! Der Frosch darf natürlich nicht fehlen. Warum leuchtet das hier so? Ah, wegen Harpunieren. Sind wir bestimmt zu schwach. Ah, oh, können wir. Ja, so viel dazu. Sag mal, würdest du bitte abdrehen da vorne? Frisches Fleisch Dankeschön. für uns, falls. Ja, jetzt aber gerade nicht. Denn ist bestimmt rot hinterlegt. Nee. Verdammt. Mist. Egal. Ihr habt ja schon mal gesehen, wie man abkackt. Ihr werdet es auch ganz bestimmt noch sehen. Wie es ausschaut, wenn man dann mal was harpuniert. Und die legendären Schiffe haben wir ja auch noch, die wir besiegen müssen. Da wird sich dann auch wieder jemand drüber freuen, mir beim Versagen zuzusehen. Werde ich aber erst machen, wenn die Checkdock komplett ausgerüstet ist. Ich hatte es damals nämlich versucht. Oder bin unwissend da reingeschlittert in die Situation, wo ich den Rumpf irgendwie erst auf 1-2 hatte, glaube ich. Und ja, ich kam aus der Szene auch gar nicht mehr so leicht raus. Also ich habe 5 Versuche gebraucht, bis ich dem Schiff entkommen konnte. Und aus dem Fehler habe ich echt gelernt. Also das war ja holla die Waldfee. Alter, 8 Truhen, jetzt ist es eine mehr. Ja, gut, habe ich verdient, weil ich euch jetzt schon wieder zu verdonnere, mir zuzugucken, wie ich einfach hier jämmerlich versage. Was zum. Okay. Sehr lang gestreckt, die Scheiße hier. Aber wisst ihr was? Das kriegen wir hin. Ist die drin oder draußen? Drin. Gut. Na! Gerade sagen, ich habe doch schon interagiert. Was soll denn das? So, dann gehen wir die Truhe holen. Die ist wo? Da hinten. Okay. Na, runter, Eddie. Sauber. Jungs, geht doch langsam mit uns beiden. Soll ich Luft holen? Ich lock mal ein. Eine enge Geschichte. Zumal auch wenn man den Eingang hier einfach nicht findet. Obwohl. Ich gehe bestimmt falsch. Ich gehe zu einer Luftblase dahin. Okay, wir sind jetzt schon auf halber Strecke. Dann machen wir. Ach! Da komme ich nur raus. Ja. Naja. Oh. Gut zu wissen. Dann gehen wir halt zum Luftdingens hier. Luftdingens. Aber ich glaube, hier müssen wir sowieso rein. Also nicht mal doof platziert das Ding hier. Oh Gott, das ist bestimmt Strömung gleich hier. Nee, noch nicht. Uah, Entschuldigung, Eddie. Nein, ich muss gegen. Ich komme nicht an. Okay. Oh. Oh.
Entschuldigung, Eddie. Da hinten. Nein, ich muss... Wir müssen doch da lang. Doch. Ja, ich steche mich jetzt einfach an allem. Oh. Okay, ich gehe zur Truhe hier vorne. Hier sind bestimmt Haie und Anemonen. Oh, die hat mich mal nicht geschnappt. Ist das schön. Gut, dann gehe ich die hier holen. Seid's doof, wie komme ich denn da hin? Hm. Knifflig, knifflig hier. Oh, 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 oh. Nicht festbacken. So, Luft bitte. Da geht's rein, ne? Oh, und immer in die Richtung, wo ich nicht hin will. Ah, okay. Ich wollte doch in die Richtung. Hier will ich runter. Hier komme ich nicht runter, ist zu fett. Okay. Hä? Oh, Leute. Das finde ich jetzt aber nicht lieb. Aber ich finde schön, dass wir bis jetzt noch keine Haie hatten. Komme ich hier rein? Nee. Hä, wie komme ich denn da rein? Oder da ran? Besser gesagt. Ach. Tja. Wer die Augen aufmacht. Hat hier einen klaren Vorteil. So. Die haben wir jetzt auch. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als bis da nach hinten zu schwimmen. Mit halber Luft. Mal gucken. Oh, oh, oh. Ach, Strömung. Gut, das vereinfacht es natürlich ein bisschen. Ah, da unten. Super. Okay, da geht's dann auch gleich weiter. Entschuldigung, Eddie. Okay, hier hoch. Ja, ja. Sieht doch gut aus. Links. An der Qualle vorbei. Dann runter. Uah. Uah. Zum Animus-Fragment. Schnell die Map öffnen, bitte. Okay, hier ist wieder eine Luftblase. Blase. Ja, die werden wir auch gleich gebrauchen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, ne? Oh, so. Und dann sind es ja nur noch zwei Truhen. Ach, muss ich hier raus oder was? Ja. Okay, cool. Da muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich an das eine Fragment da hinten rankomme. Und hier irgend... Das ist ja mal nice. No. Ich muss husten, Entschuldigung. Die Truhe ist direkt vor uns. Ich lock sie trotzdem ein. Direkt unter uns. Okay. Ach, schon wieder. Moment. So, die haben wir jetzt auch. Dann wieder zum Ausgang. Oh Gott. Wodurch? Ich kann die Kamera nicht drehen. Oh, Edward, es tut mir leid. Ja, okay, wir können auch so schwimmen. Es ist schön, dass ich die... Ich kann die Kamera nicht drehen. Das haben sie ein bisschen doof gemacht für den PC. Huch. Boah. Ja. Gucken wir uns einfach mal alles rückwärts an. Wird schon stimmen, so.
Wir haben es ja überlebt. Oh Gott, noch eine Strömung. Oh, und da begrüßt uns ein Wal. So, wir haben leider keine Luft mehr. Da ist er. Die Frage, die sich mir jetzt stellt. Wir sind ja jetzt, wir sind hier rein und sind hier durch, so, und dann hier dran, so in die Ecke geschleudert worden und dann da vorbei. Da ist eine Luftblase. Rausgekommen sind wir wahrscheinlich irgendwie hier. Ich glaube, ich kann da manuell hinschwimmen, ne? Wo ist denn die Luftblase? Ich habe sie markiert. Was mir gar nichts bringt, wie ich gerade bemerke. Nein. Ja, das nicht. Ah, ich habe sie gar nicht markiert. So, jetzt. Da oben. Ich möchte im Endeffekt einfach nur mal gucken. Nee, das ist die gleiche Höhe wie... Ach, sind wir hier nicht rausgekommen? Meines Erachtens schon, oder bin ich jetzt dämlich? Natürlich sind wir doch hier rausgekommen. Oder nicht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, hier sind wir rausgekommen. Okay. Überlegen, überlegen, überlegen. Aber wenn ja hier die Luftblase ist. Ich meine... Nee, hier sind wir ja durch. Ah, wie kann man... Okay, wir müssen das also nochmal mit der Strömung versuchen und gucken, dass wir so weit wie möglich links bleiben. Wo müssen wir da schon wieder hin? Da geradeaus, ne? Ja. Ja, hier. Ah, oder ist das hier ein separater Durchgang? Nee. Das ist da, wo wir vorher schon waren. Müssen wir da einfach gucken, dass wir links bleiben? Dann müsste das ja rein theoretisch... Ah, nee, Moment mal, hier kommen wir ja so hin. Nein, kommen wir nicht. Und hier kommen wir auch gar nicht ran, an der Stelle. Guck mal, wir kommen hier so gar nicht ran. Hm. Tricky. Aber ich komme hier ran. Oh mein Gott, wir haben es. Ja, haha. Schön. Gut. Da haben wir die Scheiße hier hoch. Mit Betonung auf Scheiße. Die Frage ist jetzt aber, wir sind ja hier durch eine Strömung durchgekommen. Ja, wir kommen jetzt hier natürlich so nicht mehr raus. Okay. Gut, wir können uns jetzt auch desynchronisieren lassen. Weil abgelootet haben wir alles. Wir müssen nur warten, bis wir verrecken. Entschuldigung, bis wir draufgehen. Ich sollte mal ein bisschen besser auf meine Wortwahl achten. Vielleicht schaffen wir es ja. Mal gucken. Klappt das? Nee. Ein Gebiet nicht verfügbar. Okay. Boah, sieht schon bedrohlich aus, so dunkel. Hier ist das Gebiet auch nicht verfügbar. Was zum Teufel? Boah, sieht echt bedrohlich aus, wenn es so dunkel ist. Wie langsam er auf einmal schwimmt, wenn er keine Luft mehr bekommt. Ja gut, ist klar. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Komischerweise recht weit sogar. Wundert mich gerade. Wir würden es hier sogar noch bis zur Luftblase schaffen. Was? Krass. Wir würden es bis zur Luftblase schaffen. Also, natürlich mit voller HP und wenn man nicht irgendwo von einer... von irgendwas gestochen werden, von einem Seeigel oder so. Na gut, schön zu wissen. Halt, warum ist das jetzt nicht golden hinterlegen? Oh, sag bloß, das Animusfragment hat es uns jetzt nicht gespeichert. Na doch, okay. Hat nur wieder einen Augenblick gedauert. Na denn. Aber es geht doch trotzdem besser, als ich immer gedacht hätte. So,
Truhe. Hinter uns natürlich. Gib mir etwas Fahrt! Etwas Fahrt? Volle Fahrt, bitte. Oh, schöner Song. Ist weit weg, schade. Aber jetzt. Jo. Metall! Holz! Was sagt denn die Check da? Voll. Ich weiß ja nicht. Ich möchte mit euch ja eigentlich noch in der Folge wieder mit der Hauptmission weitermachen. Ich aber so auf die Zeit gucke, habe ich die Befürchtung, dass daraus nichts wird. Ah, die bekriegen sich sowieso gerade. Na denn, wollen wir uns da gar nicht groß einmischen. Wow. Hi, Chefchen. So, einmal abbiegen. Und hier sind wir auch schon. So schnell geht das. Na. Und ein bisschen wenden. Genau. So. Großsegel rein, Bramsegel reffen. Und hepp. Eine Hechtrolle. So, dann müsste das jetzt nach der hier nur noch drei sein. Berserkerpfeil. Yay. Schön. Freue ich mich. Nö, zwei. Okay. Habe ich was verpasst? Nee, ich war wahrscheinlich in der Zählung einfach nur mal wieder falsch. Naja, passiert. Hab's ja nicht so mit Zahlen. Ich wollte gerade fragen. Captain steuert selbst. Captain steuert selbst. Genau, so sieht's aus, ihr Lieben. So. Das blaue Loch, das klingt hell. Segel setzen, Bewegung! Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Also das klingt hell in Form von, dass es nicht so dunkel ist. Ja, es klingt dämlich, okay. Würden Sie bitte... Hallo? Gut. Warum ist das Sperrgebiet? Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Ja, aber warum? Ach so, weil da hinten... Okay, alles klar. Da ist etwas unter uns, Captain. Ich weiß. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Wir sind sicher, Captain. Waffen raus! Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Royal Navy! Für das eine Schiff, Captain! Wir haben Ärger in Sicht! Ein Kriegsschiff! England! Feuer! Ihr seid allein, Sir! Ja! Ich bin eigentlich... Die haben mich nur angeguckt, mehr nicht. Bereit zu feuern, Feuer! Da bereit zu feuern, Captain! Ich verstehe das nicht. Die haben mich nicht angegriffen, beziehungsweise die haben mich ja nur angeguckt. Es war kein Konflikt. Ich sehe es doch im echten Leben auch nicht als Konflikt, wenn mich einfach einer nur anguckt. Naja, egal. Geht komischerweise leichter ausgedacht. Na los. Ihre Schwachstelle ist umgeschützt. Schießt, Feuer! Der war richtig schlecht. Jetzt bin ich gegen das Wrack gedumpelt. So. Haben ein paar Balken eingebüßt. Aber es hält noch. Wer greift uns denn jetzt hier noch alles an? Nur noch der hinter uns, ne? Jo. Okay. Na dann, wenden. Schuss. Ein gut platzierter Schuss. Feuer! Bereit zu schießen, schön, dass der gegen das Wrack dümpelt. Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Du versenkst jetzt aber nicht deinen eigenen Kumpel, oder?
Nee, macht er nicht. Gut. Wir haben jetzt noch ein drittes Arsch, ne? Noch ein direkter Treffer und wir gehen unter. Gut, desynchronisieren, das wird nichts. Ich merke das schon. Feuer! Das Treffer können Sie lahmlegen. Feuer! Gegner, Feuer! Feuer! Schade. Feuer! Tja, so viel dazu. Ich hätte ändern sollen. Gut, ich konnte aber auch gerade nicht ändern, warum auch immer. Ich würde aber trotzdem gerne dieses böse Wrack mitnehmen. Holt sie nieder, raus aus dem Weg! So kann man es natürlich auch umgehen. Okay, krass. Ja, naja, dann machen wir es halt so, ne? 7 Truhen und dafür 3 Fragmente. Okay. Und Fischi. Okay. Gut. Truhe. Wir kennen das Spiel ja langsam. Ich würde sagen, das nutzen wir mal. Aber nicht dem Hai entgegen, bitte. Aber nicht direkt in die Schnauze. Ja, jetzt wo ich plündere, sieht er mich. Ach, was kurz davor. Ich dachte gerade die ganze Zeit, oh mein Gott, sieht mich nicht. Und jetzt ein Fragment ist unter uns. Ist natürlich schlecht. Die Haie sind ganz schön aggro, ne? Okay, auf der Ebene ist... Ebene vor allem. Auf der Ebene ist gar nichts. Also, wirklich blau sieht das Loch hier nicht aus, ihr Lieben. Spieleentwickler. Oh Gott, bitte nicht. Nein! Ah! Er schubst mich weg! Er schubst mich einfach weg. Sag mal, heißt das blaues Loch, weil wir einfach so extrem tief runtertauchen, oder was? Nee, dann wir müssen wieder hoch. Okay, alles klar. Haben wir wahrscheinlich ein blöde liegendes Fragment erwischt. Hier ist Strömung? Nee, Lichteinfall. Okay. Da ist eine Kiste. Eddie, nicht festhaken. Nein! Oh Mann, genau das wollte ich nämlich vermeiden. Runter. Eddie, bitte sei so lieb. Oh, zum Glück. Wenigstens die Kiste noch, bevor wir desynchronisieren. Oh Gott, dass ich immer gleich so angespannt bin. Das ist ganz, ganz schlimm. Na, runter. Komm, ich glaube an dich. Die schaffen wir auch noch. Super. Jetzt können wir sterben. Gut, so viel dazu. Was haben wir denn jetzt alles? Oh, wir haben aber gut was eingesammelt da. Okay, dann nehmen wir die einzelstehende Kiste. Die ist unter uns. Mhm. Okay. Diese Musik auch, die macht mich ganz nervös. Nervös. Da. Wie viele Haie ja einfach sind. Eine Seeanemone. Ah, ja, genau die meinte ich. Arsch. So, Luftpass. So, wie sieht der Plan aus? Der Plan sieht aus, wir gehen... Nein, wir gehen dahin.
Falls wir nochmal desynchronisieren, dass wir dann nur die Sachen hier holen müssen. Och, die ist oben. Toll. Nein. Oh. Achim. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe mich so darauf konzentriert. Das Fragment zu finden. Wo ist das denn? Hallo? Hallo? Ach, fick dich. Entschuldigung. Ah, da oben habe ich es aufblitzen sehen. Überm Stein. Mhm. So, haben wir. Und jetzt noch, wenn es geht, vielleicht zur Truhe. Ah, nein, geh weg. Bitte, 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 lass mich. Bitte, lass es. Nein! Ah, ich habe mich erschreckt schon wieder. Obwohl ich wusste, dass er angreift. Oh, was? Zweimal? Hast du Hunger? Oh, Gott. So. Dann haben wir da hinten noch welche. Und dann... Oh, da war eine. Das ist ein Gegner. Also, das heißt Gegner. Fischi. Nein. Oh, Eddie. Ja. Wenigstens noch zur Kiste. Alter, habe ich mich verjagt. Oh, Gott. Wow. Zum Glück gar nicht brutal. Schlitz dir die Kehle auf. Oh Gott, was für ein Desaster. So. Animus-Fragment. Wo? Oh. Höher oder uns? Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, wenn ich hier durch bin. Könnt euch das gar nicht vorstellen. Nein! Geh weg! Lasst es! Ja, genau! Nein! Oh, es hat so gut angefangen gerade. Ahahaha. Ja, toll. Hi, Fischi. Ja, ist gut. Jaha, ihr seht mich alle. Finde ich toll. Macht ihr gut. Bin ich stolz auf euch. Ich komme da nicht ran. Ich bin zu dumm. Kiste ist ja auch nicht. Dann gehen wir mal die hinterste Kiste holen. Bei der tollen Seeanemone. Oh, die ist auch wieder da. Ja, diesmal sehe ich dich, Freund Blase. Luft. So. Dann machen wir halt das ganze Spiel rückwärts. Mhm. Das Schlimme ist, bei den Wracks den Eingang zu finden. Nein, da unten war ich beim allerersten Mal. Da weiß ich, dass es nicht reingeht. Oh, Fischi. Fischi! Na gut, wenigstens beißt er mich in die richtige Richtung. Ah, hier ist ein Eingang. Eddie, rein da. Eddie, quetscht dich durch. Geht doch. Wow. Fuhuhu. Oh, Leute. Das ist nicht mehr feierlich, ich sag's euch. So. Ach, gleich hier in der Ecke. Okay, schön. Gut. Haben wir das auch? Ah, BC. Hallo? So, hier kommen wir nicht raus. Nein. Oh. Wo kommen wir hier raus? Hallo? Da. So, ich glaube, bis zur Glocke schaffen wir es nicht mehr. Ich bin mir dessen aber nicht ganz sicher. Abstoßen! Da wäre ein Luftfass gewesen. Oh, 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 oh. Na doch, da ist die Glocke. Eddie, schwimm. Oh, ohne desynchronisieren. Oh, schön. So. Und wieder zurück ans Schiff. An Deck.
Ans Schiff. Aufs Schiff. Ins Schiff. Ah. So. Oh Gott, wir haben das auch. Ist das schön. Juhu. Ich freue mich. Ich freue mich so doll. So, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Es tut mir leid. Wir haben es doch nicht bis zur Hauptmission geschafft. Aber beim nächsten Mal, zu 100% versprochen, machen wir die Hauptmission weiter. Gut, bis dahin, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch was. Danke, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.